Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr die Blende beim Kleid Paola richtig einnäht. Das Schnittmuster Paola gibt es ja mit zwei Ausschnittvarianten. Ihr könnt einmal einen einfachen V-Ausschnitt mit Beleg nähen oder ihr entscheidet euch für die etwas schwierigere, aber auch raffiniertere Variante. Und zwar ist das eine Blende, die ihr dann entweder als echte Knopfleiste oder als Fake-Knopfleiste verwenden könnt. Und da das Einsetzen dieser Blende vielleicht auf den Fotos nicht für jeden so komplett ersichtlich ist, gibt es jetzt hier noch das Video-Tutorial dazu. Natürlich könnt ihr wie immer das Tutorial auch für andere Schnitte als Hilfestellung hernehmen, bei denen eben eine Blende eingesetzt wird. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Zuschauen und auch beim Ausprobieren. Ihr braucht jetzt zum einen einmal das Vorderteil von Paola. Wundert euch nicht, es ist hier nur ein kleiner Ausschnitt. Natürlich ist das Vorderteil normalerweise länger. Und auf der Rückseite hier solltet ihr schon die Einlage aufgebügelt haben. Dann brauchen wir unsere Blendenteile. Das sind viermal die vorderen Blenden und zweimal die rückwärtigen Blenden. Und im ersten Schritt legen wir nun die rückwärtige Blende rechts auf die vorderen und schließen die Schulternähte. Anschließend bügeln wir dann die Nahtzugaben auseinander. Legt nun eure Blenden rechts aufeinander. Achtet dabei darauf, dass eure Schulternähte aufeinandertreffen. Und dann steppen wir unsere Blendenteile hier innen drin mit 1 cm Nahtzugabe aufeinander. Für eine ordentliche Ecke im Ausschnitt versenkt ihr die Nadel einmal im Stoff, hebt dann euren Nähfuß, dreht eure Blende, senkt den Nähfuß wieder und näht ganz normal mit 1 cm Nahtzugabe weiter. Anschließend schneidet ihr dann an der Ecke ein kleines Dreieck in die Nahtzugabe und dann nehmt ihr noch eure kleine Schere und schneidet in den Rundungen die Nahtzugabe mit kleinen schrägen Einstichen ein. Damit unsere Blende nun schön im Bruch liegen bleibt, klappen wir sie einmal auf und legen nun die Nahtzugabe auf die rechte Seite. Anschließend steppt ihr nun von rechts aus auf dieser inneren Blende die Nahtzugabe knappkantig fest. So sieht das Ganze dann fertig aus. Jetzt könnt ihr eure Blende einmal links auf links zusammenlegen und ordentlich ausbügeln. Dann steppt ihr die noch offenen Kanten Nähfüßchen breit aufeinander. Jetzt brauchen wir auch wieder unser Vorderteil. Ihr müsst euch jetzt imaginär vorstellen, dass die Schulternähte mit dem Rückenteil auch schon geschlossen sind. Und nun brauchen wir die rechte Stoffseite unserer Blende. Das ist die Seite, auf der nicht die Naht sichtbar ist, mit der wir unsere Nahtzugabe festgesteppt haben. Nun legen wir eben die Blende rechts auf rechts mit den offenen Kanten an unsere Ausschnittkanten an. Und dabei ist eben vor allem wichtig, dass der Übergang vom Ausschnitt an den Halsausschnitt, also diese Kante, dass diese exakt aufeinandertreffen. Eure Blende sollte nun an den Ausschnittkanten etwas überstehen, und zwar genau 1 cm. Jetzt seht ihr auch gleich, warum wir eine Einlage aufgebügelt haben. Ihr steppt jetzt nun die Blende an den Ausschnittkanten fest, fangt aber dabei 1 cm unterhalb der Ausschnittkante an, messt euch das am besten nochmal ab und markiert euch das Ganze. Anschließend steppt ihr die Blende dann mit 1 cm Nahtzugabe einmal ringsherum fest. Und auch jetzt schneidet ihr wieder an der Ecke eure Nahtzugabe mit einem kleinen Einstich ein. Unser Oberteil drehen wir jetzt nun einmal auf links und anschließend schneiden wir nun mit unserer Fadenschere hier einen kleinen schrägen Einschnitt ein. Und zwar geht der von der Ausschnittkante bis zu unserer eben genähten Naht. Dieser Einschnitt von 1 cm ist auch in eurem Schnittmuster eingezeichnet. Jetzt könnt ihr eure Blenden schon einmal aufklappen und aufeinanderlegen. Die rechte Blende liegt dabei auf der linken Blende. Dann wendet ihr das Ganze einmal auf die linke Seite und schaut eben, dass hier auch eure Blenden nun ordentlich aufeinander liegen. Von links aus gesehen liegt natürlich jetzt die rechte Blende unterhalb der linken Blende.
Und wenn ihr das Ganze jetzt ordentlich aufeinander legt und auch nochmal etwas an euren Stoff hier rumzuppelt, dann seht ihr jetzt, wie hier so ein kleines Dreieck entstanden ist von unserem Einschnitt. Und jetzt nähen wir nämlich genau hier von der Naht zu Naht dieses kleine Dreieck auf die Nahtzugaben, die noch überstehen von unserer Blende. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn ihr das Dreieck auf die Nahtzugaben der Blenden gesteppt habt. Dreht dann euer Vorderteil wieder auf rechts und wie ihr jetzt sehen könnt, ist unsere Blende wunderschön in unsere Ausschnittkante eingearbeitet worden. Und fertig ist unsere Blende, die wirklich super dekorativ aussieht. Ich sage dekorativ, weil ihr jetzt nicht unbedingt Knopflöcher auch nähen müsst. Ihr könnt auch einfach eure Knöpfe aufnähen und damit die beiden Blendenteile verbinden, denn wir brauchen jetzt die Blende nicht, um in das Kleid reinzuschlüpfen. Das schaffen wir eben auch, wenn die Blende geschlossen ist. Falls ihr Knopflöcher nähen wollt, dann schaut euch auch gerne noch meine anderen Videos an. Ich habe euch hier einmal das Video verlinkt, wie ihr Knopflöcher auch ohne Knopflochautomatik nähen könnt. Und ich verlinke euch noch ein weiteres Video, in dem zeige ich euch, wie ihr Knöpfe mit einem Steg ganz einfach und sauber annähen könnt. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren!